So, sie hat TÜV. Meine KVF ist endlich wieder einsatzbereit. Frisch TÜV bekommen. Da werden jetzt auf jeden Fall noch einige Videos nächster Zeit zukommen. Ich muss jetzt erstmal wieder die ganzen TÜV-relevanten Sachen, die ich im Offroad-Park nicht brauche, wieder abschrauben. Diese hässlichen Spiegel und was noch hier hinten. Reflektoren. Braucht kein Mensch. Die halten da eh nicht lange. Der TÜV-Prüfer hat mir auch gefragt, so, wow, ein ATV mit Reflektoren, das sieht er auch nicht oft. Ich sag, ja, toll. Die sind da vielleicht einen Tag vorher noch extra im doppelseitigen Klebeband drangekommen. Naja, hätte ich wahrscheinlich nicht gemusst. Hier auch vorderes Kennzeichen, da wo es hingehört. Ne? Nichts dran, wie neu, kein Loch drin. Kommt wieder schön in den Schrank, bis ich es in 2 Jahren dann wieder brauche. Ja, Lampen sind natürlich alle wieder hier Serie. Die muss ich jetzt wieder umbauen auf LED und die Ringe wieder anschließen. Was ich auch gemacht habe, ist die Spurplatten eintragen lassen. Die sind jetzt drin. Ja, ich muss sowieso hier gerade ein bisschen aufpassen, weil wir haben jetzt ein paar Gäste drin und die haben irgendwie voll Bock, mein ATV voll zu scheißen. Ich musste das gestern vom TÜV erstmal richtig sauber machen, weil wie ihr jetzt hier am Boden seht oder hier, ne? Da steht mein ATV, da kacken die runter. Ne, guck nicht so doof. Ich hoffe, die quatschen hier nicht zu viel ins Video rein. Aber so ist das nun mal, wenn man auf dem Land wohnt. Ja, auf jeden Fall, da passiert jetzt ein bisschen was. Da werden jetzt auf jeden Fall einige Videos in nächster Zeit kommen. Ich habe schon öfter erwähnt, farblich wird sich einiges verändern. Na, einige haben es auf Instagram schon mitbekommen. Das wird natürlich, boah, das sieht aber auch, das strahlt aber auch mega im Video. Das wird natürlich nicht das einzige Teil so bleiben. Und die Felgen, hat er auch schon ein Video bekommen, sind natürlich auch recht bunt. Die Leute denken, Alter, wenn die jetzt so meinen, boah, das sieht ja schrecklich aus und passt alles nicht zueinander, wartet ab, da passiert eine Menge. Also farblich wird das Ding nachher aussehen wie eine ganz andere Maschine. Ja, Schnorchelkit ist auch so eine Sache. Kommt bald. Ah, da kommt gerade ein Auto. Nervt nicht. Schnorchelkit ist auch eine Sache, haben auch einige schon mitbekommen oder richtig erraten bei Instagram. Habe ich auch so ein paar Sachen angeteasert. Da kommt noch weiter Zeug, also noch weiter umbaumäßig was, aber da will ich jetzt noch nicht so viel sagen. Einige können sich es wahrscheinlich schon denken. Aber ja, ich denke mir jetzt erstmal ein paar Kleinigkeiten noch. Farblich und Schnorchelkit, die Sachen kommen auf jeden Fall in nächster Zeit. Vielleicht kommen die Videos auch schon währenddessen, ungefähr zeitgleich oder schon hier vor. Ich muss mal gucken, wie ich das alles zusammenschneide und wann ich das veröffentliche. Jetzt kommen erstmal ein paar Kleinigkeiten, die ich mit euch mache. Und ja, dann werde ich da ein bisschen was zusammenschnibbeln nachher. So, hier ist meine Lampen-Grabbelkiste. Und ich habe jetzt auch schon mal umgebaut. Das sieht man gar nicht im Video so gut. Ne? Schön das Rot. Das kommt im Video echt nicht rüber. Ne? Zu den originalen Bieren. Also Tagfahrlicht. Das Rot kommt im Video, glaube ich, echt nicht rüber. Ich habe diese roten Tagfahrlichtbieren auch noch in Weiß. Ne? Also wenn man mal auf der Straße unterwegs ist, man will ja gesehen werden. Ja, auf der Straße fahre ich die roten natürlich nicht. Da baue ich dann die weißen ein. Und dann haben wir natürlich hier noch das Abblendlicht. Ne, meine schönen grünen. Vielleicht zu den weißen. Das kommt natürlich dann mit den LEDs, die ich jetzt wieder angeschlossen habe. Ne, schön mit dem da grün, da grün, da rot. So wie sich das gehört. Und natürlich mein Fernlicht. Kriege ich natürlich nicht eingetragen, das weiße LED-Fernlicht. Aber damit sieht man auf jeden Fall tausendmal mehr im Dunkeln. Und ne, ich möchte ja auch schließlich was sehen, wenn ich mal nachts unterwegs bin.
Und da ist es mir dann auch egal. Ich glaube, kein Polizist wird wegen Verkehrssicherheit sagen, mimimi, ihr Fernlicht ist zu hell. Ich meine, man hat es ja eh nicht an bei Gegenverkehr. Sollte man zumindest. Ja. Jetzt bauen wir noch die letzten um. Ich glaube, ich baue mal gleich die weißen LEDs da ein. Einfach mal im Vergleich zu den roten Tagfahrlicht-LEDs, dass man mal den Unterschied sieht. Ja, wie noch zum Vergleich. Ne, die originalen Tagfahrlichtbirnen und die LED, einmal in weiß, einmal in rot, die gibt es eigentlich in allen Farben. Kann man sie so kaufen. Man muss halt immer gucken, was für Birnen man hat. Und dann gibt es bei eBay auch irgendwo die passenden in einer anderen Farbe. Dasselbe gilt auch hier. Das sind die normalen Lampen. Birnen für Abblendlicht und Fernlicht. Das sind meine grünen Abblendlichtbirnen. Und das ist das weiße Fernlicht. Ich habe auch noch weißes Abblendlicht, aber die sind echt scheiße. Also, die hatte ich mir gekauft, weil die eigentlich was bringen sollten. Also, Abblendlicht und Fernlicht sollten die sein, egal welche Fassung man die schraubt. Hätte die bei beiden reinschrauben können, aber die funktionieren nicht, weil die LEDs, die unten und oben drin sind, auf diese Schräge leuchten und dann zur Seite. Das streut aber so sehr, dass vorne nichts mehr rauskommt. Die leuchten direkt zur Seite und das funktioniert tausendmal besser. Also das macht schon einen riesen Unterschied, wie die LEDs darin verbaut sind. Also alle drei Lampen sind theoretisch, also alles drei LED, sie können aber alle nutzen, verschiedene Systeme, die sind tatsächlich am hellsten. Und ja, die, gut, die ist jetzt grün, die gibt es auch in weiß. Und die ist totaler Murks. Die könnte ich eigentlich mal in eine Tonne kloppen. So, ich dachte, ich zeige euch auch noch mal kurz. Ich hoffe, man erkennt das. Wie simpel das eigentlich ist mit dem Lampenumbau. Das sind ja hier für die KVF die Mittelscheinwerfer. Ich bin zwar kein Fan von den Mittelscheinwerfern, aber naja, sie funktionieren und haben halt eine Straßenzulassung. Und da muss man einfach nur, bei denen habe ich jetzt gerade schon gewechselt, jetzt zeige ich mal, hinten die Gummikappe abziehen. Gucken, dass der Dreck nicht in die Augen fliegt. Alter, hier sind wir ja Schwalbe im Sturzflug unterwegs. Ich hoffe, die kriegt man hier im Kopf. Und dann die beiden Stecker rausziehen. Ich hoffe, man erkennt das. Die beiden Stecker. Oder ganz normal nach Birnen wechseln, ne? H7. Zack. Birne draußen. Neue Birne rein. Gummi wieder drauf drücken. Das ist meistens das Frickligste, das Gummi da wieder drauf zu kriegen, sodass es auch dicht ist und da kein Dreck reinkommt. Und das funktioniert echt gut. Also hier drin, da kommt mal ein bisschen Staub rein, aber es ist dicht. Und ich meine, ich fahre ja wirklich viel im Schlamm, das wisst ihr ja. Und ja, Tagfahrlicht ist einfach nur das hier. Zack, da ist er. Naja, was mir jetzt drauf aufgefallen ist, ich glaube, ich habe überhaupt kein Video gemacht, nur einen Instagram-Post zu meinen neuen Blinkern. Weil, wie jetzt eigentlich schon aufgefallen ist, diese hässlichen Löcher hinterlassenen Treckerblinker, die hier oben drauf sind, diese riesen Klötze, die haben natürlich nicht so gut funktioniert nach dem vielen Schlammfahren. Und ja, ne, ich sag mal, zu den Löchern sage ich jetzt nichts. Ich meine, wer meine Videos guckt, weiß, dass ich Menschen verachte, die unnötige Löcher in große Plastikteile, die scheiße viel Geld kosten, bohren. Die ganze Frontverkleidung ist eigentlich im Arsch. Weil irgendjemand meint, oh ja, wir machen hier mal drei Löcher, um dann Blinker reinzuschrauben. Ah ja, andere Seite natürlich auch. Schön, sechs unnötige Löcher. Dankeschön. Sieht scheiße aus. Aber ne, es hat einen Grund, weshalb ich da keinen neuen Blinker draufsetze, um die Löcher zu verbergen, weil diese Löcher, die werden verschwinden. Dazu gibt es bald mehr. Ich habe jetzt diese Blinker. Ich hatte erst so die Befürchtung, ja, ob der TÜV das wohl durchwinkt. Die sehen jetzt auch auf den ersten Blick gar nicht mal so gut positioniert aus. Aber ich wollte halt Blinker, die ich da dran fahren darf, die groß genug sind, die ich da irgendwie dezent anbringen kann. Weil dezent sind sie.
Wenn man natürlich darauf achtet, fallen sie auf, aber ich sag mal, auf den ersten Blick sind sie jetzt nicht so auffällig. Sie funktionieren. Vielleicht kann ich kurz gucken. Mal blinkern. Sie erfüllen ihren Zweck. Und der TÜV hat nichts gesagt, also scheint es in Ordnung zu sein. Die oberen leuchten noch ein bisschen durchgehend. Ich glaube, da ist immer noch ein bisschen Massefehler. War dem TÜV aber egal. Es blinkt eindeutig und damit ist das Thema für den durch gewesen. Ach ja, genau, ich wollte nur noch mal erwähnen, ich rede die ganze Zeit vom TÜV. Es ist natürlich nicht TÜV. Kein normaler Mensch geht heutzutage noch zum TÜV. Die sind ja viel zu pingelig. Normalerweise gehe ich zu GTÜ. Jetzt der Prüfer, der mir das hier jetzt alles gemacht hat, der war von, ich glaube, KÜS heißen oder KUS, ich weiß gar nicht, wie sie ausgesprochen wird, also KUS. Super, läuft alles, ne? TÜV, da heulen sie nur rum. Ja, dann, genau. Die habe ich auf jeden Fall genommen, ne, weil die klein sind. Die habe ich da jetzt dran geklebt. Also, ne, mit im Notfall kann man sie auch abbrechen und hier den Kleber wieder abknibbeln. Ist kein Problem. Aber die sind von hinten versiegelt. Das sieht man natürlich jetzt nicht mehr. Aber die sind wasserdicht. Da kann kein Wasser rein, weil die sind komplett zugespritzt. Also keine Möglichkeit für Wasser irgendwie reinzukommen. Ich hoffe, dass die dadurch irgendwie ein bisschen langlebiger sind. Wollte ich jetzt nur, da wir jetzt die ganze Zeit über die Beleuchtung gesprochen haben, nochmal erwähnen, weil dazu kein Video gemacht habe. Ich habe so viele Blinker-Videos schon gemacht, weil bei der KFX und bei der KF11 habe ich jetzt schon so oft Blinker umgebaut. Die halten bei mir alle nicht so lange. Ich hoffe, die halten länger. So, ich habe jetzt mal die LEDs drin. Ja, hier die rote. Und hier die weiße. Die sieht tatsächlich, hat so einen leichten Blaustich, muss man ganz ehrlich sagen. Naja, wie gesagt, die ist ja auch nur für die Straße. Weil, ne, mit dem roten Licht vorne, das finden die vielleicht nicht so gut, die silberblauen Kollegen. Und deswegen, ja, egal. Jetzt kommt erstmal, ich glaube, ich lasse die dann jetzt erstmal weg. Ich weiß gar nicht, wann ich das nächste Mal Offroad fahre. Ich glaube, ich packe jetzt gleich erstmal die weiße auch auf die Seite. Ja, ansonsten, ne, Spiegel sind ab. Ist wieder mein Offroad-Spiegel dran. Ne, wo es nicht so schlimm ist, wenn da was dran kommt. Der hat schon eine Fürstenforce, doch Fürstenforce, vor allem auch Mammutpark so viel mitgemacht. Wenn man denkt, dass das Ding irgendwie 15 Euro oder so gekostet hat. Ach ja, kannst du nichts zu sagen. Ja, ansonsten haben wir es jetzt soweit. Ich glaube, das wird auch alles wieder viel zu lang, wenn ich hier noch viel mache. Ich glaube, ich mache noch einen Teil zu den nächsten Schritten. Weil ich muss nämlich hier hinten alles auseinanderbauen. Das hat also einen Grund. Und ich bin mal gespannt, ob das überhaupt klappt mit den ganzen Kabeln. Ich habe die Heckverkleidung noch nie abgehabt. Ich muss nämlich an den Tank dran. Wird spannend. Ah ja, genau. Batterie ist übrigens auch neu gekommen. Die ist auch noch. Da ist nichts dran. Die hat noch nie auch nur einen Wassertropfen gesehen. Ja, wenn die Karre so lange steht und man kein Ladegerät anschließt, dann muss man sich nicht wundern, wenn die Batterie irgendwann tot ist. Hier ist es eine Gel drin. Und ja. Ich wollte jetzt, da kommt jetzt auch regelmäßig ein Ladegerät dran und dann hoffen wir mal, dass sie ein bisschen länger lebt. Beziehungsweise was heißt länger lebt. Ich habe die jetzt halt seit ja, ungefähr 2 Jahren schon. Ich glaube, ich habe die jetzt schon 2 Jahre, die KV11. Und ich habe jetzt gut das erste Mal die Batterie getauscht. Ich weiß nicht, wie alt die davor war, aber die Maschine ist Baujahr 2009. Und ich glaube, die wurde noch nie gewechselt, die Batterie. Oder zumindest steht es nirgendwo in den Unterlagen. Die stand ja fast 10 Jahre nur rum. Kann natürlich sein, dass die Batterie tot war und die kurz bevor ich die gekauft habe, noch eine Batterie bekommen hat, die ich jetzt in 2 Jahren gekillt habe, weil ich einfach zu voll bin, mein Ladegerät anzuschließen. Naja, selbst schuld, ne? ja. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir im nächsten Video mal weiter und haut rein.